Hallo und herzlich willkommen zurück zu Max Payne, der vermutlich letzten Folge, wir werden sehen. Wir sind hinter Flatterer und wollen Kugeln servieren, blaue Bohnen. Was da auf mich geschossen hat, ehrlich gesagt, aber egal. Na, wie gefällt dir denn das Feuerwerk? Ist halt schon ein bisschen, ne? Wie gesagt, manchmal ein bisschen arschig. Ist jetzt halt auch nicht so geil, dass die halt alle so viel Kugeln teilweise einstecken. Du bist erledigt. Oh, Scheiße! Was? Wo kommt der denn her? What the fuck? Wo kam der denn her? Hab ich nicht gesehen. Jetzt müssen wir mal drauf achten, ob der da immer noch ist dann. Gleich. Tatsache. Da hab ich nicht gesehen, die kleine Sau. Ja, die sind schon... Jetzt haben die auch noch Helme. F5. Ich glaube, was ich halt bei dem ersten Teil nicht hatte, was jetzt aber, glaube ich, zur Stelle kommt, nur um kurz einen Abriss zu geben, es gibt eigentlich die Schwierigkeit, oder andersrum, der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich variabel im Spiel. Und das heißt, die KI dahinter, oder der Schwierigkeitsgrad dahinter, passt sich sozusagen an, wo man die Leute trifft. Deswegen hat der wahrscheinlich jetzt gerade einen Helm angehabt, weil eben gerade hat der noch keinen Helm angehabt, als der auf mich geschossen hat. weil ich die Leute halt jetzt vermehrt im Kopf treffe, weil es da halt am einfachsten ist. So, jetzt haben die toll auch noch Helme an, na super, herzlichen Glückwunsch dafür. Und das Gleiche war aber tatsächlich auch im ersten Teil. Im ersten Teil ist das allerdings tatsächlich nicht zum Tragen gekommen. Da war es halt im Zweifel wirklich halt einfach, so wie ich es gesagt habe, weil, ich die Schwierigkeitsgrade freigeschaltet hatte mit einem Patch und der Patch auch dafür gesorgt hat, dass es dieses automatische nicht mehr gibt. Weil, jetzt kommt die Erklärung, ich habe es aber leider nicht vorher ausprobiert, deswegen, weil das wohl ein bisschen buggy ist. Weil es geht zwar immer höher und auch schnell hoch, aber es geht nicht wieder niedriger, wenn man halt häufiger versagt. Deswegen, ja. Sie hassen das Leben, sind immer schlecht gelaunt, haben Angst davor, es könnte ihnen gut gehen. Sie könnten ebenso gut tot sein. Tun Sie sich einen Gefallen, geben Sie auf! Hey! Thank you.
Okay, wenn ich so zugeschissen werde jetzt hier mit Sachen, dann... Polizeisprecher machen das organisierte Verbrechen für die Welle der Gewalt verantwortlich, die unsere Stadt erschüttert. Man nimmt an, dass sie Teil der Auseinandersetzung der New Yorker Unterwelt mit dem New York Police Department ist und mit dem Valkyr-Skandal aus dem Jahre 2001 in Verbindung steht. Der Leiter der Untersuchungen, Lieutenant Jim Bravura, wurde bei einem Schusswechsel schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus. Allen Angaben nach ist sein Zustand jedoch stabil. Das NYPD befindet sich im Alarmzustand und, nach unseren Quellen, Zitat, werden die Schuldigen gefunden und ihrer Strafe zugeführt werden. Zitat Ende. Für NYNN TV News, hier spricht Kira Silver. Naja, mal gucken. Reinigungsprodukte. Reinigen Sie mit uns, wenn es mal wieder zur Sache ging. Rufen Sie 555 Clean. Clean Sing Reinigungsprodukte. Ihre Wahl, wenn Sie Tatortspuren beseitigen müssen. Gut. Wir machen jetzt hier aber aus. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Sie haben 3 neue Nachrichten. Woden, Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Sie haben 2 neue Nachrichten. Alfred, ich habe dir gesagt, dass das keine gute Idee ist. Ich kann deine Sorgen verstehen, aber damit ist Max nicht geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Ich habe gesagt, dass zwischen uns was läuft. Ich bin... Ach, verdammt, ich liebe ihn. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Sie haben eine neue Nachricht. Ich komme, um dich zu töten, alter Mann. Du weißt, wie du mich ärgern kannst. Hätte es dich so viel gekostet, einmal in deinem Leben Danke zu sagen. Zu sagen, Vlad, mein Sohn. Ich nenne dich mein Sohn, weil ich dich liebe wie einen Sohn. Vlad, du bist ein Wunder. Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Oh, warte. Es hätte dich zu viel gekostet. Ich bin es leid, die Drecksarbeit für dich zu erledigen. Du solltest stolz sein. Ich habe alles von dir gelernt. Ich werd's dir beweisen. Sie haben keine neuen Nachrichten. Tja. Es war also tatsächlich... Sie mochte ihn. Jetzt geht es zum Showdown, zum endgültigen... Keep wheelchairs and beds clear of the door. Ich muss gleich sagen, der Showdown, der ist eigentlich sehr einfach. Aber man muss halt auch erstmal wissen, was man macht. Ist so ein bisschen wie im ersten Teil. Wenn man weiß, was man macht, dann ist der innerhalb von wenigen Sekunden ist der erledigt. Aber man muss halt erstmal wissen, was man macht. Ganz ehrlich, der hätte hier eh nicht mehr lange überlebt, oder? Also wir werden auf jeden Fall voll geschmissen gerade mit... Schmerzmittel. Sie
haben mein Restaurant jetzt zweimal verwüstet. Sie können so verdammt hartnäckig und fanatisch sein, Max. Das wird Sie eines Tages noch zum Kopf und Kragen bringen. Deswegen haben wir uns auch gerade zugeschmissen mit Dings, weil du kommst hier gar nicht ordentlich hoch, wenn du nicht irgendwie genug Schmerzmittel hast. So, dann machen wir mal F5. Und da sind unsere Schmerzmittel alle weg. Max, ich habe sie nicht vergessen. Vladdy, wir haben eine Rechnung. Da unten! Oh, versuchen Sie es auf diese Tour. Ja. Wollen Sie ein Befehl? Keine Angst, Vlad ist hier. So, jetzt war was anderes. Wenn ihr jetzt noch treffen könnte, ne? Alter, ich treffe nicht. Ich bin zu dämlich gerade zu treffen. Nein! Ah, Gottes Willen, ey, wenn ich mal ein bisschen besser treffen könnte, ne? So, erstmal die rechte Hand lockern. Keine Sorge, klack, 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 klack. Ich habe sie nicht vergessen. Ich treff's halt auch nicht, ne? Wollen Sie ein böser Bube sein, Max? Glauben Sie, Sie können mich überlisten? Fuck! Keine Angst! Lass es hier! Oh Gott, ich treff's einfach nicht. Das ist ja peinlich. So, jetzt aber hier. Geht doch. Jetzt fliege ich noch in die Luft wahrscheinlich. Sie haben gedacht, Sie hätten mich, Max, oder?
Hätte man zwischenspeichern sollen. Eieieiei. Das Problem ist, also ich will es jetzt nicht, ne? Aber wenn man ganz feine Bewegungen machen will, dann seht ihr, dass das so ruckelt. Das ist problematisch. Ich überlege gerade, ob ich das. Ob ich das irgendwie mit einem anderen. Nee, dann ruckelt es trotzdem. Das ist halt dieses. Ja, das ist halt blöd. Das ist halt wie es blöd ist. Versuch's mal mit dem. Langsam keine Dings, Sorge, aber. Ja. Ich habe sie nicht vergessen. So, versuchen Sie es auf diese Tour, Tom. Wollen Sie ein böser Bube sein, Matt? Glauben Sie, Sie können mich überlisten? Fuck! Keine Angst! Ja, ist besser, tatsächlich. Nein, ich bin nicht. Ich hab's gesehen und bin trotzdem durchgefallen. Das ist doch. Also wirklich. Mach das Video einfach aus. Ganz ehrlich, mach das Video aus. Guckt es bei euch irgendjemand anders an, der offensichtlich mehr als drei Hirnzellen hat im Kopf. Unglaublich. Keine Sorge, Matt. Ich habe sie nicht vergessen. Das war ja richtig dumm einfach. Oh, versuchen Sie es auf diese Tour. Wollen Sie ein böser Bube sein, Mark? Fuck! Keine Angst! Vlad ist hier! Geh doch raus, ey. Sie haben gedacht, Sie hätten mich, Max, oder? Das war... Max, mein teurer Freund, ich wollte eigentlich... Geschafft. Junge, Junge. Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Man muss sich umdrehen und ihr entgegenblicken. Wie ein Kuss auf die Lippen der toten Geliebten. In der Tiefe ihres Mundes lauert die Nacht. Wir sind bereit zu leiden, für die Dinge, die uns wichtig sind, zu sterben, für die Liebe, für die richtigen Entscheidungen. Durch sie hatte ich den Fall gelöst. Meinen Fall. Alles. Wer ich bin. Es wird alles gut werden. Mein Gott.
jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie war tot. Die Kugel in ihrem Kopf hatte das Ende ihrer Reise in Zeitlupe erreicht. Achtung! Wir gehen rein! Los, los, los! Es ist fast morgen. Aufwachen aus dem amerikanischen Traum. Mein Gott! Mein Gott! Was ist hier drinnen passiert? Sie sind alle tot. Wie alles, was ich liebe, gehörte sie jetzt für immer mir. Sie hatte mich hierher geführt, zu diesem Augenblick der Klarheit. Die Zeit angehalten, blicke ich mich um mich selbst zu sehen. Und ich werde in diesem Akt des Sehens neu geboren. Hier unten, hier lang, da, ganz ruhig! Oh mein Gott, hier ist jemand am Leben! Detective Payne? Er ist noch am Leben! Wir brauchen hier einen Arzt, er lebt noch! Ich träumte von meiner Frau. Sie war tot. Aber es war in Ordnung. The End. Ja, ein trotzdem sehr, sehr geiles Spiel, auch wenn es ein bisschen manchmal aufgrund des dynamischen Schwierigkeitsgrads doch manchmal ein bisschen hart ist. Aber es ist ein gutes Spiel. Kann man nichts anderes sagen. Witzigerweise gibt es ja genauso wie im ersten Teil ja alternative Enden. Ich bin der Meinung, hier ist dann, dass sie das überlebt. In irgendeiner Art und Weise. Genauso wie im ersten Teil. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist aber trotzdem irgendwie witzig zu sehen, dieses Ende halt, wo er theoretisch, also es den Anschein hat, dass es vorbei ist, ja, aber dann natürlich in Max Payne 3, die ja von Rockstar komplett alleine gemacht wurde, es dann doch nicht wohl so gut aussah. Wobei das ja auch eher aus Kausalitäten entstandenes Problem war, sagen wir es mal so. Aber ja. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber das hört sich sehr an, als ob es Poets of the Fallen ist. Mal gucken, vielleicht sieht man das ja noch. Die sind ja auch sehr verbandelt mit Remedy und ne, man kennt es ja hier The Elders of the God oder andersrum, wie die hießen, scheiße. The God of the Elders oder irgendwie sowas. Ist ja im Grunde genommen dieser In-Game Band im Endeffekt. Ja, egal. Max Payne 2. Ich weiß, worauf ihr wollt. Ihr wollt Alan Wake 2. Ihr wollt Alan Wake 2. Ich habe es selbst noch nicht gespielt. Muss ich jetzt auch erstmal noch spielen. Und dann sind wir mit Remedy durch. Control mache ich nicht. Das habe ich gespielt tatsächlich, um auch mich auf Remedy, auf Alan Wake 2 ein bisschen vorzubereiten. Braucht er nicht. ist kein schlechtes Spiel, aber da ist auch so ein bisschen mit Sponge-Gegner, die zu viele Hits ertragen manchmal. Ja. Aber trotzdem auch, das ist interessant. Auch wenn es
sehr, sehr vage bleibt, was denn die Geschichte da ist. Aber es verbindet so ein bisschen die Welten miteinander. Journey Through the Night will continue. Ja, leider, wie gesagt, ohne Remedy und ohne Sam Lakes Vision. Dafür stattdessen mit Sam Hausers Vision von Max Payne als Max Payne 3. Was, bin immer noch der Meinung, ist nicht schlecht geworden. Vom Gameplay her und auch vom Story-technischen kann man das spielen. Das Problem ist natürlich, nach Max Payne 3 kann man nicht mehr ansetzen. Also da ist wirklich Schluss einfach. Naja. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Spielt es selber. Es ist sehr kostengünstig. Mittlerweile irgendwie 5 Euro, glaube ich. Und in Deutschland vor allem erhältlich. Das Positive daran. Der erste Teil ist ja... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der indiziert ist. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil hier fliegen die Leichen auch rum wie blöde und ist Blut zu sehen und Racheakt und so weiter. Also im Grunde haben wir die gleiche Prämisse wie bei X-Men 1. Aber Max Payne 2 ist auf Steam zu kaufen und auch an anderen Plattformen. Max Payne 1 nicht. Außer man geht über dubiose Wege. Oder wohnt in Großbritannien. Aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und meckert nicht zu viel, dass ich zu oft gestorben bin. Ist halt so ein F5, F9 Spiel. Das war damals halt durchaus üblich. Ja. Ich würde mal sagen, bis dahin, arrivederci und tschö mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Selberspielen.